Einen wunderbaren guten Tag. Mein Name ist Mario und ich will mit dir auf Spurensuche gehen. Mit 100 Fragen reißen wir einfach mal die mausgraue Oberfläche auf und schauen, was sich darunter verbirgt. Lust mitzukommen? Dann bleib dran. Und heute zur allerersten Sendung freue ich mich total, den Stefan Lange hier zu haben. Stefan ist Buchautor und betreibt die kontrovers diskutierte YouTube-Sendereihe Komm, lieber Tod, in der er schonungslos von seinem Leben erzählt, bis es im Suizidversuch endete. Willkommen zurück zum Podcast Auf Spurensuche mit Stefan Lange. Jetzt haben wir den vierten Teil und Stefan zieht Frage Nummer. Ja, ich bin gespannt. Also das irgendwie macht das mehr Spaß, als ich vermutet habe. Sehr, sehr interessant. Also vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Ich ziehe Nummer 63. Wie definierst du Erfolg? Ja. Erfolg. Wir hatten ja das vorhin nicht, dass unsere Kategorisierung, unsere Gesellschaft, wie sie Erfolg, Normen, Werte, Erfolg verwechseln, glaube ich, viele Leute mit materiellen Dingen nicht. Also Erfolg muss sich in Geld auszahlen, nicht? Wenn man sehr viel Geld macht, ist man erfolgreich. Von diesen Werten habe ich mich komplett verabschiedet. Erfolg ist für mich zum Beispiel, wenn ich mir Ziele setze, das können kleine Ziele sein, große Ziele, manchmal auch nur kleine Tagesziele, Dinge, die ich schaffen möchte und erreichen will, wenn ich die erreicht habe, dann bin ich erfolgreich gewesen. Das ist für mich Erfolg. Mhm. Und Erfolg verbinde ich dann immer mit einem guten Gefühl. Bin ich glücklich oder zufrieden oder so. Ne? Mhm. Das ist für mich Erfolg. Mhm. Also das ist wirklich eine ganz persönliche Definition von Erfolg. Mhm. Das geht mir auch so. Tatsächlich diese Ziele, egal wie groß oder wie klein sie sind, zu erreichen, und wenn sie manchmal groß sind, dann ist ganz klar, dass es auch dauert. Mitunter muss ich dann so eine Etappe in 20 Zwischenzielen aufziehen, und dann ist auch jedes Zwischenziel ein Stück Erfolg. Und mir geht es natürlich auch ähnlich wie dir. Ich habe ja für Trees of Memory alles aufgegeben. Ich habe quasi alles verkauft, was in meiner Wohnung stand. Ich habe meinen Kleiderschrank, alles hergegeben und besitze eigentlich tatsächlich nur noch das, was ich hinter mir herzerre auf meinem Wanderwagen. Und mir ist natürlich auch schmerzlich bewusst geworden, dass selbst 1 Million Euro hätten Jürgens Suizid nicht verhindert und hätten auch meinen Suizid nicht verhindert. Mhm. Ich wäre zwar wesentlich entspannter, wenn ich sozusagen ein bisschen mehr Geld hätte und mir jetzt nicht ständig irgendwelche Sorgen machen müsste, aber tatsächlich macht so dieses berufliche und materielle, ich muss da und dort sein, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und ich manchmal muss ich mich auch wirklich mit Menschen streiten, die irgendwie sagen, ah, was machst du denn? Und dann zücken sie sofort das Handy und sagen, ach, du hast ja nur 1600 Follower oder sowas. Ja, das ist ja gar nichts. Und worauf ich dann immer sage, weißt du, ich habe schon 2-3 E-Mails bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, ich folge dir jetzt seit einem halben Jahr und du bist echt der Grund, dass ich jeden Tag aufstehe und weitermachen kann. Und das ist Erfolg. Das ist Erfolg. Wo wir gerade beim Thema sind, also Erfolg ist natürlich auch, wenn man das in Zahlen messen will, nicht an meine YouTube-Serie Komm, lieber Tod. Als ich die gemacht habe, dann wusste ich nicht, was wird daraus und sowas nicht. Ich erzähle da wirklich ungeschminkt aus meinem Leben. Und es hätte ja auch sein können, dass das eher negative Kommentare hervorruft, aber die Rückmeldungen sind so überragend positiv. Und das bin ich, der da redet. Also das ist meine Lebensgeschichte. Und was daraus geworden ist, das ist ein Riesenerfolg, und über den ich sehr glücklich bin und den ich dann auch mal genießen kann. Zum Beispiel wirklich, ich habe ja bis heute 500 E-Mails bekommen, weit über 500. Und wie viele Leute mir geschrieben haben, wie du, wie bei dir. Dank deiner Serie habe ich mich nicht umgebracht. Oder du bist der Grund, die Serie ist überhaupt der Grund, warum ich noch weiterlebe. Das sind unfassbare Dinge. Und wenn man es in Zahlen misst, ich glaube, mittlerweile sind wir bei 1,8 Millionen Videoaufrufen für die gesamte Serie. Das ist für so ein schwieriges Thema, das ist toll. Das ist Erfolg, ja, und den genieße ich auch mal. Das ist was Großes, nicht? Ja. Das sind ja bei dir Trees of Memory, bei mir meine YouTube-Serie oder das Buch.
Das sind Dinge, die wir selbst geschaffen haben. Und dann sind sie besonders schön, weil wenn sie Erfolg bringen. Nicht? Mhm. Man kann ja auch durch glücklichen Umstand Erfolg haben. Nicht? Und wie du das so schön sagst, nicht? Manchmal ist das große Ziel in der Ferne zu erreichen. Viele kleine Zwischenschritten sind notwendig. Und auch an diesen Zwischenschritten kann man Freude haben. Das ist schön, wenn man sich das bewahrt. Mhm. Und du sagst es eigentlich auch ganz gut und ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt über 1 Million Zuschauer, dann ist so ein Teil von mir, der sagt, oh, das hätte ich auch gerne. Auf der anderen Seite ist es aber viel mehr wert für mich, wenn ich die Haustür auf oder wenn die Haustür aufgeht, wenn ich irgendwo ankomme, wo ich einen Baum pflanzen soll, und der Mensch auf der Türschwelle schon in Tränen ausbricht und sagt, endlich bist du da. Hm. Ich habe 1,5 Jahre auf dich gewartet. Wahnsinn. Und das ist so viel mehr als jetzt irgendwie 5 Millionen Klicks. Klar. Erfolg kommt ja von, es erfolgt etwas. Es folgt. Und du musst eine Aktion vorher gemacht haben, damit etwas kommt, damit etwas erfolgt. Daraus, Erfolgen kommt ja von etwas, also es passiert etwas, weil du etwas gemacht hast. Mhm. Das ist ja, ja. Nicht, weil du Trees of Memories einmal ins Leben gerufen hast und jetzt erfolgen daraus so viele Dinge. Das ist doch toll. Ja. Das ist Erfolg. Das ist, und wenn da jemand kommt und irgendwie sagt, hier so mein Haus, mein Boot, mein Pferd und sonst was, und dann denke ich mir immer, naja, dein Boot sinkt in 10 Jahren und wenn ich Glück habe, stehen meine Bäume in 300 Jahren immer noch. Ist das geil. Das ist ja mega. Also das ist toll. Da nochmal Kompliment dazu. So, bevor Mario zu sehr über seine Erfolge erzählt, ziehe ich mal eine Nummer. Oh, gleich die 64. Direkt anschließend, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest, was würdest du tun? Also, das ist ja, also, wenn man eine Diagnose bekommt, nicht? Also sprich, und man sagt ein Jahr, oh, würde sich mein Leben dramatisch verändern? Ja, das ist ein Rieseneinschnitt. Ich glaube schon, dass das einen Effekt hat, wenn du diese Diagnose hast oder bekommst. Ich würde ja, dann würde ich nochmal, ich würde wahrscheinlich noch mehr reisen, einfach mir die Welt nochmal anschauen, solange sie noch steht oder sowas. Nicht? Ich würde das, ja. Also, was würdest du tun? Mehr reisen. Und viel Zeit mit meinen Liebsten verbringen, so lange wie es geht. Weil das ist das Einzige, was dir noch bleibt. Ja. Also bei mir steht der Plan eigentlich schon, wenn die Diagnose kommt. Gibt schon sozusagen Plan B neben dem Sterben. Ich weiß, was es ist. Du wirst alle deine Bäume besuchen und die abrasieren. Nein. Nein, ich habe mich oft mit der Frage auseinandergesetzt, weil bei uns in der Familie auch dieses Krebsthema ganz groß ist und ich jetzt in so einem Alter bin, wo alle meine Verwandten wegen irgendwas, was komisch wehtut, zum Arzt gehen und 3 Monate später tot sind. Und deshalb ist das immer so ein Thema, was so im Background mitschwingt. Und deshalb ist, also ich würde sofort eine Riesenparty organisieren auf der Party dann, wenn es, naja, vielleicht nach, wenn es am lustigsten ist, aber bevor die ersten Leute gehen, wenn die ersten Leute sagen, okay, jetzt gehe ich heim, dann würde ich sagen, jetzt müssen noch mal 10 Minuten bleiben, ich habe noch was zu verkünden, dann würde ich sagen, was los ist. Und dann... Drama, Drama. Ich bin ja auch schwul. Also okay. Drama Queen. Okay. Ja, also, und das würde ich dann irgendwie machen und dann würde ich sie alle rausschmeißen und sage hier jetzt nichts, großes Geheule, alles ist gut. Und dann würde ich tatsächlich, ich glaube, ich würde noch nicht mal mehr meinen Wanderwagen nehmen, sondern ich würde mit ganz, ganz kleinem Gepäck losreisen und mit meinem Hund und würde einfach noch klären, was passiert, wenn ich plötzlich bewusstlos umfall, damit bestimmte Dinge geregelt sind. Ja. Und dann habe ich immer so, ich habe keine Ahnung warum und wieso, ich habe immer so diesen Wunsch, dass ich dann am Ganges in Indien entlanglaufen würde und ich versuchen würde, noch wenigstens bis Varanasi zu kommen und da würde ich mich dann auch verbrennen lassen. Mhm. Das wäre so der Idealzustand, wenn sowas eintrifft. Und also ganz komisch, ganz schräg, aber so würde ich das quasi machen. Und wenn, was wichtig ist bei der Geschichte, für mich
dass jetzt nicht wirklich eine Welt zusammenbrechen würde. Ja. Auf der einen Seite schon, weil ich sagen würde, liebes Universum, jetzt gibst du mir so eine tolle Aufgabe von Schrieser auf Memory und auf halbem Weg lässt du mich verrecken. Dein Humor kann ich echt nicht mehr nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite kann ich mir sagen, ich habe alles gemacht, was ich immer machen wollte und aber alles da, ist gut. Daran anklingen würde ich sagen, also als erstes würde ich damit tun, also wenn du mit so einer Diagnose, sage ich mal, mit so einer Nachricht konfrontiert, das ist natürlich schockierend, das haut erstmal rein. Aber ich würde dann sehr schnell in die Aktivität wechseln. Was würdest du tun? Als erstes würde ich wahrscheinlich tun, mehr Ruhe nehmen, einen ruhigen Moment und dann eine Liste machen. Was möchtest du noch unbedingt tun? Also da mal ganz, genau, wahrscheinlich so ganz tief innen drin, so ein paar Sehnsüchte, verrückte Dinge, vielleicht nochmal aufs Empire State Building oder einmal durch Alaska fahren, weiß ich. Also ich würde mir wahrscheinlich eine kleine Wunschliste zurechtlegen und hoffe, dass die Gesundheit, wenn es ein gesundheitliches Ding ist, mich befähigt, genau 365 Tage das noch machen zu können. Ne? Also wahrscheinlich würde ich als allererstes eine Liste machen, ne? So wie du sagst. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht, man weiß es ja nicht. Vielleicht habe ich ja nur noch 42 Tage. Wer weiß. So, ja, ich ziehe Nummer 36. Worauf konzentriert man sich am besten? Auf das Gestern, das Heute oder das Morgen? Worauf man sich am besten konzentrieren kann? Ach, so, oder sollte? Oder worauf konzentriert man sich am besten? Gestern, heute, morgen. Meine Güte. Das ist schwierig. Also worauf konzentriert man sich am besten? Also auf das Gegenwärtige konzentriert man sich wahrscheinlich nicht so richtig manchmal, außer es sei, man fährt Auto oder so oder man liest ein Buch, weil das Gegenwärtige lässt man zu, das passiert. Und wenn man sagt, konzentriert man sich, konzentriert sich, das ist, würde ich sagen, das ist tagesabhängig. Das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Also das hängt wirklich ab, ne? Von der Tagesform. Manchmal verfolgt mich die Vergangenheit noch. Dann bin ich konzentriert in der Vergangenheit oder Vergangenes kommt hoch. Das passiert mir immer wieder. Ne? Dann muss ich mich darin wieder bewegen, dann konzentrieren. Und manchmal denke ich auch nach, was ich nächste Woche mache. Oder zum Beispiel morgen habe ich hier, bin ich auch froh drum, bei der DRK. Die haben mich zum zweiten Mal eingeladen, da Bundesfreiwilligendienst. Jugendliche wollen mit einem Menschen reden, der suizidale Erfahrungen hat. Da konzentriere, habe ich mich heute auch schon darauf konzentriert, so nach dem Motto, was will ich sagen und sowas nicht. Also situationsabhängig. Ne? Wie ist es bei dir? Es ist mitunter schwierig, weil natürlich muss ich oft über das Vergangene nachdenken. Der Stefan zieht wieder an der Dampfe. Sorry. Natürlich muss ich manchmal über das Vergangene nachdenken und es mogelt sich in meine Gedanken und setzt sich da fest. Ich muss mich mitunter tatsächlich darauf konzentrieren, weil es mir einfach hilft, mich selbst zu verstehen. Aber das quasi das daraus Resultierende hilft mir einfach im Jetzt. Ja, und deshalb ist für mich dann ganz klar, das Hauptaugenmerk ist tatsächlich auf das Jetzt gerichtet, weil die Zukunft, ganz ehrlich, vor 20 Jahren hätte ich im Leben nicht dran gedacht, dass ich um die Welt laufen würde. Wenn jemand zu mir gesagt hätte, du wirst mal Bäume pflanzen, um die Welt laufen und dann noch als Trauerredner tätig werden, hätte ich gesagt, du solltest deutlich weniger Drogen fressen. Ja. Und, klar, das kann man nicht wissen. Und von dem her, die Zukunft ist erstmal eine Illusion und ein großer Wunsch. Und der kann in 5 Minuten schon vorbei sein, weil mir plötzlich eine Ader im Hirn platzt und dann ist einfach rum. Deshalb ist die Konzentration liegt bei mir wirklich auf dem Jetzt, auf dem Heute, auf den nächsten 5 Stunden höchstens noch. Aber immer so ein bisschen mit auch. Was war sozusagen in der Vergangenheit, was hilft mir, dieses Jetzt besser zu überstehen? Bei mir ist es aber so eine Mischung, wenn, klar, natürlich die Gegenwart ist wichtig oder sowas, aber sag mal so, wenn du sagst, sehr jetztbezogen lebst, aber es ist immer wichtig, wie in allem, Yin und Yang, Konzentration ist wichtig und auch Entspannung, zulassen, mal sich nicht konzentrieren, das ist genauso wichtig. Das Wichtigste am Arbeiten, sagt immer mal jemand, sind die Pausen.
Weißt du, und wie ich die meine? Können nur jetzt stattfinden, ja, und nicht in der Vergangenheit und auch nicht morgen. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, du wirst ein Buch schreiben, dann hätte ich den ausgelacht, weil ich war ganz schlecht in Deutsch und Rechtschreibung konnte ich auch nicht gut, wie eben gesagt, weil ich eine Rechtschreibschwäche habe. Und mir auch die Lehrer immer gesagt, du wirst nichts und du kannst nichts. Und, und ich schreibe, weißt du, das sind so Dinge, ja. Das Leben kann so anders sein. Nicht? Ja. Von daher, klar, die Zukunft ist ungewiss. Aber ich habe schon wieder Bock auf eine Frage. 41. In welchem Maße hast du wirklich die Kontrolle über dein Leben? Oh, in welchem Maße? Heute habe ich die Kontrolle über mein Leben sicher mehr als früher. Das muss ich sagen, weil ich heute weiß, was ich will und was ich nicht will. Das befähigt mich dazu, Entscheidungen zu treffen. Ne? Und die Entscheidungen, die ich treffe, damit übe ich eine Kontrolle auf mein Leben. Ne? Das ist heute wesentlich besser. Und in welchem Hast du einen freien Willen? Och, das ist eine Frage. Haben wir wirklich einen freien Willen? Wir werden so getriezt, bombardiert von Meinungen und sowas und passen uns an. Wir schwimmen im Strom mit. Also ob man wirklich frei ist, das glaube ich nicht. Nein, man lebt nun mal in einer Gesellschaft in einer oder auch in einem Umfeld. Man muss Rücksicht nehmen auf Menschen, auf Ereignisse. Also wirklich frei sind wir nicht. Wir bilden uns das immer ein. Nicht? Aber das hat eng damit zu tun, ob du die Kontrolle hast. Also ob ich die Kontrolle über mein Leben habe, ich denke ja. Also ich glaube ja, wir haben eben die Kontrolle nicht, weil wir nämlich nicht frei sind in unserem Willen. Eben, unser Wille ist ja auch gesteuert, manipuliert. Der ist gesteuert, ja. Der ist manipuliert. Wir sind, wenn man Depressionen hat, spürt man das sehr oft, dass man keinen freien Willen hat. Mhm. Das ist auch beim Thema Suizid ist es so. Das ist nicht der freie Willen, sondern da hat eine Krankheit und ein Leben entschieden. Und auch wenn es erstmal nach freiem Willen ausschaut, aber wären bestimmte Dinge nicht so lebensunwert, dann würde man nicht an diesen Punkt kommen. Deshalb, das ist schon auch... wenn man sich das mal vergegenwärtigt, wo habe ich wirklich die Kontrolle über das, was ich mache? Das habe ich, wenn ich im Wald alleine unterwegs bin und dann irgendwie plan, so jetzt gehe ich dahin und gehe ich dahin und dann mache ich das so und so. Das kann ich schon machen, aber... Aber die Frage ist Kontrolle, welcher Bereich deckt sich damit ab? Ist das wirklich deine ganze Lebensplanung? Aber ich habe die Kontrolle über mein Leben. Ich kann entscheiden, gehe ich vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück und kacken. Da habe ich eine konkrete Kontrolle. Okay. Hast du nicht. Aber das sind doch Bedürfnisse. Weil dein Darm entscheidet. Ja, aber trotzdem, das kann ich. Manchmal denkst du jetzt nicht und dann springst du auf und musst. Aber sag mal so, ich weiß, worauf du hinaus willst. So die generellen Wege, so Kontrolle, Freiheit und sowas ist richtig. Aber für mich... spielt ein anderer Begriff, ein wichtiger Begriff dann dazu, Kontrolle, manchmal auch Vertrauen. Das Vertrauen, dass es morgen auch gut wird, weil es heute gut war. Also Vertrauen in sich selbst, auf das Leben vertrauen, ist genauso wichtig, wenn man es nicht immer kontrollieren kann. Mhm. Manchmal verlierst du die Kontrolle, weil andere entscheiden für dich oder du musst Entscheidungen von anderen akzeptieren, dann hast du in dem Moment keine Kontrolle. Aber manchmal muss man auch, und das ist vielleicht nicht so gut, vielleicht was Böses und gut, wir hatten ja diese Themen schon, ich glaube, dass Vertrauen auch dann ein wichtiges Element ist, so in Urvertrauen in sich selbst zu haben. Es wird gut werden, die Dinge werden gut werden. Darum Kontrolle, es kann so für alleine für sich nicht stehen. Das ist ein guter Punkt. Kontrolle muss ich, oder dieses Bedürfnis nach Kontrolle, was ja auch ganz viele haben, das Leben wird wirklich einfacher, wenn ich dieses Bedürfnis loslasse und wenn ich, ich sage immer, wenn ich ins Universum vertraue. Ich bekomme ja oftmals irgendwie gesagt, oh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gehen soll und wir müssen das doch regeln oder sonst was. Und dann sage ich immer, wart's ab. Ich meditiere und ich bringe die richtigen Gedanken auf den Weg und das wird sich schon lösen. Ja, das meint ihr. Und diese Erfahrung, die mache ich, seitdem ich Trees of Memory mache, das hatte ich schon früher in meinem Leben, so habe ich immer so ein bisschen gelebt, ja. Dann habe ich sie zwischendurch mal verloren, gerade dann, als ich wirklich krank war. Und seit ich jetzt Trees of Memory mache, ist mir die Kontrolle auf der einen Seite vollkommen entglitten, also auf einer bestimmten Ebene. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich mit das
für mich persönlich mit das Geilste bei Trees of Memory. Ich habe gelernt, ein Urvertrauen haben zu dürfen. Andere würden vielleicht sagen, ein Gottvertrauen. Mhm. Und die Dinge geschehen immer so, wie sie zum Besten für mich sind. Und das heißt nicht, dass es einfach ist oder dass es immer angenehm ist, aber sie passieren genauso, wie sie passieren müssen. Und daraus resultierend habe ich dann einfach auch gelernt, nicht mehr griesgrämig zu sein, wenn Dinge nicht mehr passieren, so geschehen, wie ich das gerne gehabt hätte und ich dann irgendwie wütend bin, weil ich denke, jetzt klappt dieses und jenes nicht, weil ich zu einem etwas späteren Zeitpunkt genau erfahren werde, warum hat es nicht geklappt und warum war das gut so. Da hast du ja genau die Elemente drin, ne? Also Kontrolle, die brauchen wir auch, wir wollen kontrollieren und auch manchmal zulassen, vertrauen, dass die Dinge gut werden. Das ist, also machst du da ähnliche Erfahrungen. So, ne? Machen wir mal nachher weiter. Es wird künftig jeden Donnerstag und jeden Dienstag eine Folge geben. Also bleibt dran und ja, wir sehen uns oder wir hören uns viel besser in ein paar Tagen wieder. Und tschüss!